Leute, wieder mal ein kleines Unboxing für euch. Mich hat ein Paket erreicht und ja, da gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein. Immer schön mit meinem kleinen Helfer, mit dem Mini-Champ. Aha, jetzt habe ich schon den Werbezettel zerschnitten. Ach ja, es ist also ein neues Victorinox. Genau, da habe ich auch drauf gewartet. Und zwar ist das hier das Victorinox Outrider in Black. Den habe ich mir bestellt als Backup-Messer. Das werde ich demnächst immer dabei haben, weil das einfach eine super coole Werkzeugkombination hat, die ich euch jetzt vorstellen werde. Und eben halt noch ein, zwei Teile interessanter ist als das Trailmaster, was im Moment hier in meinem Backup drin ist. Da habe ich das gute Stück, das Trailmaster. So, und jetzt gucken wir uns mal zum Vergleich den Outrider an. Gibt es auch noch mal eine Nummer größer, mit ein bisschen mehr Werkzeug, und dann heißt das Ganze Herkules. Hier mit der anderen Verriegelung, aber trotzdem die schwarzen Griffschalen. Ich finde die schwarzen nämlich schöner als die roten Griffschalen. Und dann haben wir hier einmal die Klinge, die große, genauso wie beim Trailmaster. Dann haben wir die große, starke Victorinox Säge, auch genauso wie beim Trailmaster. Die üblichen Verdächtigen, bestehend aus Dosenöffner mit kleinem Schlitzschraubenzieher und fest, ich glaube, nein, das ist kein festverriegelnder mehr, aber ein Kapselheber mit Drahtabisolierer und breitem Schlitzschraubendreher, auch so wie beim Trailmaster. Und dann haben wir hier noch, und das sind jetzt die Unterschiede, die große Victorinox Schere, und wirklich die große Ausführung. Da kann man schon richtig, richtig, richtig was mit schneiden. Und wir haben hier noch versteckt einen kleinen, oh, die Feder ist ordentlich, einen kleinen Kreuz- oder Philips-Schraubendreher. Jetzt klappe ich alles andere mal wieder ein. So. Ist erstaunlich leicht. Wenn ich jetzt die beiden vergleiche. Ich würde fast sagen, dass das Outrider leichter ist als das Trailmaster. Ich denke, das könnte hier an den verbauten Linern liegen. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine interessante Sache. Ja, genau. Wenn man den raus reinsetzen will, dann muss man immer erst die Schere nach oben machen. Das liegt zusammen hier auf einer Feder, und das ist echt passgenau gearbeitet. Ja, und hinten haben wir dann den Korkenzieher. Da werde ich mir noch diesen kleinen Minischraubendreher reinsetzen und die schöne klassische Bohr- und Stechahle. Und hier haben wir die Version. Ja, hier haben wir die Bohr- und Stechahle mit Loch. Und hier beim Trailmaster ohne. Also, Pinzette und Zahnstocher sind natürlich auch dabei, und ein Schlüsselring darf auch nicht fehlen. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, wirklich Standard. Ihr wisst ja alle selber, worum es dann geht. Das Outrider und der Trailmaster direkt nebeneinander. Man sieht, es ist ein ordentlicher Größenunterschied. Ist einfach nochmal ein Päckchen mehr. Aber ich habe jetzt leider keine Waage hier. Ich persönlich glaube, der Trailmaster wiegt noch ein Stück mehr. Und ich denke, das kommt hier durch die verbauten Liner, die hier mit drin sind. Ich denke, das bringt ein ganzes Stück mehr Gewicht. Liegt satt in der Hand. Warum das Outrider und nicht Herkules? Erstens, ich brauche fast nie eine Zange,
so im normalen Leben. Die Schere ist mir allerdings sehr, sehr wichtig, weil die kann ich wirklich oft und gut gebrauchen. Außerdem ist es die schöne, große, stabile Schere. Und so als Backup-Tool, finde ich, ist das Teil eine echte Bombe. Ja. Mein neues Backup-Tool, das Outrider von Victorinox. Eine kleine kurze Vorstellung für euch, wenn euch das interessiert. Ich habe es relativ günstig bei eBay bekommen. Ist wirklich eine coole Kombination und das, was mich echt verwundert, ist dieses Gewicht. Also das Trailmaster ist eindeutig schwerer. Also, außer es geht mir um Teufel zu und ich vertue mich jetzt hier richtig dolle. Das ist Wahnsinn. Über die Verriegelung lässt sich streiten. Die einen sagen, sie mögen diese Verriegelung hier mehr. Wobei man hier sagen muss, dass es keine wirkliche hundertprozentige Verriegelung ist. Es ist eher eine Sicherung, weil die Klinge selbst ist und bleibt eine Slipjoint-Klinge. Hier setzt sich nur so ein kleines Stiftchen vor die Klingenwurzel, damit sie eben nicht runterklappt. Wie hundertprozentig stabil das ist, möchte ich nicht austesten. Also in Sachen Stabilität würde ich diese Liner-Verriegelung von Victorinox, der würde ich immer mehr zutrauen, weil da einfach viel mehr Material der Klingenwurzel entgegensteht. Hier kann sich bestimmt nichts zusammenklappen. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich habe letztens ein Video gesehen von Swiss Bianco, wie der diese Schalen hier auswechselt und wie der dieses System hier mal offenlegt und erklärt. Könnt ihr euch bestimmt auch mal reinziehen auf YouTube. Und ja, eine wirkliche Verriegelung, naja, das ist ein großes Wort, ne? Ich würde sagen, es ist eine Sicherung der Klinge. Aber so eine hundertprozentige Verriegelung, also ich will hier jetzt auch nichts kaputt machen, aber das wird schon okay sein. Es ist ja Victorinox-Qualität, wir sind da ja einiges positiv gewöhnt. So, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Genug gequatscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht das, was ihr macht, immer mit ganz viel Spaß. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao.